Hallo und herzlich willkommen bei uns zu Hause. Wir sind die Familie Blumenberg und da... So fängt es ja meistens hier an. Zumindest bei den ganzen letzten Vlogs, die ich kürzlich gemacht habe. Aber ich muss zugeben, der Kanal hier ist ganz schön langweilig geworden. Ich freue mich, wenn ihr das anders seht, aber mich kickt es gerade nicht mehr so richtig. Ich demonstriere euch das mal kurz. Langweilig genug? Nein, es geht einfach darum, dass irgendwie ganz viel Routine reingekommen ist, dass der Alltag auch nicht mehr interessant genug ist, weil ja Corona schon zur Gewohnheit geworden ist und man da auch nicht mehr viel Neues zeigen kann. Und deswegen möchte ich was verändern. Ich demonstriere euch mal kurz meine Sichtweise auf die Vergangenheit dieses Kanals, denn es ging ja hier mit Reisevlogs los. Und die, finde ich, waren so ein bisschen wie Conny in den Bergen, Ingo in den Bergen. Ja, ich bin halt unterwegs gewesen. Habe irgendwie die Geschichte erzählt mit anfangs sehr schlechten und später langsam besser werdenden Bildern dazu. Aber das Erlebnis selbst war genug Story und Inhalt, um was zu zeigen. Weil ich war woanders, war interessant und so weiter und so fort. Das ging natürlich irgendwann nicht mehr. Dann habe ich angefangen, ich habe schon am Ende dieser Phase angefangen, die lokalen Projekte hier zu machen. Mit Timo, Silke, dem Haus an der Elbe, mit Ansgar. Verlinke ich euch hier oben, weil ich einfach gerne noch mehr Videos machen wollte, aber nicht genug Stoff dafür hatte und ich meinen Alltag zu langweilig fand für Vlogs. Tja, dann kam Corona. Diese Projekte lagen demnach erstmal auf Eis. Aber der Alltag war plötzlich interessant genug, um einen Vlog zu machen. Ich habe also etwas gemacht, was ich mir schon lange mal vorgenommen hatte. Ich habe einen Daily Vlog angefangen, der wahrscheinlich auch viele von euch auf diesen Kanal gebracht hat. Der war ja aber ein bisschen wie Conny und der Osterhase. Max feiert Weihnachten. Es geschehen plötzlich Dinge im Alltag, die den Alltag interessant machen. Also kann man auch wieder was erzählen. Aber irgendwie sind das auch wieder nur Geschichten, die keinen guten Spannungsbogen oder sowas haben, sondern es ist einfach der Alltag erzählt. Mit schönen Bildern. Und inzwischen ist halt irgendwie der Alltag auch nicht mehr so interessant. Man geht nicht mehr so viel raus. Was soll ich also filmen? Ich möchte aber gerne noch was filmen, deswegen möchte ich das Konzept hier etwas verändern. Und zwar möchte ich viel mehr zu so etwas. Nein, es geht nicht um die Titelstory, aber es geht um diese Zeitung. Was diese Zeitung nämlich wirklich gut kann, ist Geschichten erzählen. Ich tue das mal wieder weg, es raschelt so im Ton. Geschichten haben zwangsläufig nicht immer den hundertprozentigsten Wahrheitsgehalt. Das wird auch hier vielleicht so sein. Ich werde vielleicht das ein oder andere fiktive Element in die Stories und Kurzfilme, die hier kommen, einbauen. Dann nehme ich mir einfach die Freiheit, das laufen zu lassen, zu gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich will halt eine Story erzählen, eine richtige Geschichte mit einem Spannungsbogen oder einem Wendepunkt. Und das gibt mir den Vorteil, dass ich die Shoots auch planen kann. Denn wenn ich Conny und, wenn ich Conny in den Bergen mache oder Conny und der Osterhase, dann habe ich den ganzen Tag die Kamera dabei, halt überall drauf, Film. Anschließend schneiden, dann eine Musik finden, die dazu passt und so weiter und so fort. Das ist relativ viel Arbeit. Der Daily Vlog war unheimlich viel Arbeit, jeden Tag einzelne Videos zu machen. Aber es hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe total viel dabei gelernt. Aber es ist halt deutlich angenehmer und nachhaltiger, auch für meine Familie, die Shoots zu planen, Szenen zu planen, Takes zu planen. Das macht das Ganze deutlich entspannter, einfacher und ich kann so einen Shoot und so einen Dreh auch einfach mal verteilen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Es wird sich also ein bisschen was verändern. Dieses Video soll so ein bisschen die Trennlinie sein zu dem, was war und dem, was kommt. Es wird ein bisschen was rüberschwammen, es wird auch mal wieder einen Vlog geben, aber es wird sich hier was verändern. Dazu hätte ich gerne euer Feedback. Für mich startet nämlich hier eine ganz neue Lernkurve. Das erste Video ist auch schon fertig. Ich werde das, denke ich mal, in einer Woche hochladen und online stellen. Ein bisschen Feinschliff muss ich daran noch machen. Und dann sagt mir doch mal, wie euch das gefällt. Denn ich möchte und muss wieder einiges lernen und freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.